Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und heute sind wir hier unterwegs in einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Panzer. Es ist der Jagdtiger 88, Premium Panzer, Premium TD der Deutschen. Und ich habe den auch in der Garage. Muss auch dazu sagen, ich spiele den echt sehr gerne. Ich finde den richtig gut. Und deshalb habe ich mir heute hier auch. Ich habe mir heute mal ein Replay rausgesucht. Das mache ich ja auch öfter mal, wenn gerade zum Beispiel jetzt keine Mails von euch eintreffen oder so, dann suche ich mir auch das ein oder andere Replay mal raus. Und das hier heute ist rausgesucht von Reggie oder Reggie, je nachdem. Und ja, ich dachte mir, Jagdtiger 88, den hatte ich, glaube ich, richtig, richtig lange nicht mehr. Und ich hatte neulich mal den Jagdpanther. Das ist ja der 9er TD der Deutschen Standard. Na, und jetzt gucken wir uns das mal an hier. Die Karte Scharkow ist wieder dabei und sie ist überarbeitet. Man kann schon sehen, da vorne, wo der 112er steht. Das Ding ist auf jeden Fall neu. Ich habe die Karte bisher noch nie gespielt, aber ich habe, glaube ich, auch seit dem Update WoT noch gar nicht gespielt. Oh, hat. Oh, Doppelglück hier. Abpraller erst vom Defender, dann vom 65-Tonner der Franzosen. Das war schon richtig gut. Kann hier seinerseits jetzt den dritten Schuss gleich in Folge anbringen. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Den vierten, der 65-Tonner prallt schon wieder ab. Wahnsinn, wo schießen die denn hin? Wieso komme ich denn hier nicht weiter raus? Sehr merkwürdig, das Ganze. Ach, jetzt. Okay. Ich war in der falschen Einstellung. Ihr seht hier die Einschläge auf die Gunblende. Und da oben auch nochmal einen drauf. Und ich glaube, links von der Gunblende, da ist auch noch ein Loch. Ah, jetzt der erste Treffer hier vom Emil 1. Wurde jetzt auch mal langsam Zeit, weil. Da hat er schon echt mega Glück gehabt. Hätte ich schon 1240 Schaden geblockt. Und jetzt kommt hier als nächster Patient, den er spottet, der Löwe auch noch mit dazu. Ja, der kommt hier einmal rum. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ja, das muss er ein bisschen gucken. Nicht zu weit rausfahren. Ja, kann hier einen Treffer setzen. Und der Löwe, der guckt auf den 112er, dass er den irgendwie erwischen kann. Ne, jetzt doch nicht mehr. Jetzt ist er sich nicht mehr ganz sicher. Das war natürlich nicht so gut gemacht vom Löwen, dass er hier jetzt auf den. Er versucht hier natürlich den 112er so weit zu blocken, dass der nicht vorhin zurückwiggeln kann. Aber, boah, der 112er schnallt das jetzt erst, dass da einer steht. Fährt jetzt auch noch, oh nein, viel zu spät, jetzt noch einen Turm gedreht. Jetzt hat er Glück, dass er sich hier keinen fängt. Aber gut, wir gucken weiter, was der Jagdtiger hier macht. Und der Jagdtiger hier macht, der rockt hier weiter durch. Hat jetzt hier knapp 2.500 Schaden schon gemacht. Und ja, das war natürlich echt dumm vom Löwen. Also da, wenn er hier stehen bleibt, dann hat er da. Ach na, dahinten stehen auch noch die Artis, ne? Aber na gut. Das war trotzdem, glaube ich, nicht so clever, das so zu machen. Und er hat jetzt hier eine super Übersicht, sieht, dass da hinten welche durchkommen. Und zielt jetzt hier auf die Lorraine. Oh, trifft sogar. Wow, was für ein Schuss. Nicht so schlecht. Das kann der Jagdtiger 88 auf jeden Fall. Also der hat. Der ist echt gut, ne? Vor allem auch durch die Schussfrequenz ist er natürlich echt richtig gefährlich. Und ihr habt halt gesehen am Anfang, der Defender ist gebounced, der AMX-65-Tonner ist zweimal gebounced. Das sind schon gute Panzer eigentlich, die auch einen ordentlichen Durchschlag haben. Aber ist halt Achter only und dementsprechend ist da der Jagdtiger auch echt super gefährlich, ne? Wenn du den Jagdtiger jetzt als Low-Tier spielst, dann ist es da natürlich wiederum. Ja, ist ja auch nicht schlecht durch die Schussfrequenz, aber bounced halt jetzt nicht so viel, wie er hier gerade gebounced hat. Ne? Wenn du da auf 9er oder 10er triffst, ist das schon ein anderer Schnack. Und jetzt ist hier der Emil 1 nochmal. Das ist der Panzer, der ihn penetriert hat. Aber er kriegt ihn hier von hinten. Das ist natürlich richtig gut. Jetzt muss er ihn am besten ketten. Ah, nein, noch nicht nochmal. Oh nein. Hatte Glück, dass. Oh, da hat er richtig Glück, dass der Emil da nicht weiter rumkommt. Und den hätte er eigentlich schon beim ersten Schuss ketten sollen. Er hatte Zeit genug. Aber es ging gut. Und jetzt trifft er hier auf den Defender. Und der Defender so, Kacke, was mache ich? Ja, das mit dem. Ja, er hat es versucht. Diesmal hat er es tatsächlich versucht, hier auf die Kette zu zielen. Oh, jetzt kriegt er einen Abpraller. Und wenn der Defender clever ist, fährt er jetzt einfach an den Jagdtiger ran. Aber nee, ist er nicht. Er fährt nochmal schön hier im Halbkreis vor ihm rum, dass der gute Reggie hier auch nochmal schön feuern kann und den Defender halt rausnehmen kann. Das war natürlich jetzt. Ja, ich sag mal, der Emil, der 1, der konnte da nicht wirklich weg. Der musste halt gucken, dass er sich dreht. Jetzt nimmt er ja noch den anderen, den gegnerischen Jagdtiger 88 raus.
Aber besser geht es eigentlich fast gar nicht. Jetzt schreibt der Basisverteidiger, fährt zurück. Super. Hoffentlich kommen die rechtzeitig an zum Verteidigen. Wir gucken mal. Also wie gesagt, beim Defender hatte er halt ein bisschen Glück, dass der echt da so ein bisschen dumm durch die Gegend gefahren ist. Genauso mit dem Löwen. Das hätte der Löwe-Spieler definitiv besser machen können und müssen eigentlich. Aber okay, solche Spiele gehören natürlich auch dazu. Dafür hat er den Rest halt sehr, sehr gut gemacht. Ne? Hätte beim Emil 1 vielleicht nochmal versuchen können, den früher zu ketten. Gleich beim ersten Treffer, dass der gar nicht erst in die Gelegenheit kommt, um sich da noch rumzudrehen oder halt erst sein Rap-Kit ziehen muss und beim zweiten Mal dann halt komplett gekettet wird. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, kann man im Hintergrund den Trockner oder die Waschmaschine hören? Die schleudert gerade. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe die Türen alle auf. Oh nein, jetzt hat er hier auch noch einen Chrysler Car. Der ballert ihm hier eine rein. Jetzt ist er One-Hit. Aber er hat halt die wesentlich bessere Schussfrequenz. Wenn er jetzt trifft, ist alles gut. Und das macht er hier auch. Und ja, der T92, der braucht das gar nicht probieren. Der schießt hier normal mit APCR. Das, nee, das wird nix. Super gut. Der T92 hat zwar auch eine schnelle Schussfrequenz, aber wenn der nicht hier auf Gold lädt oder vielleicht auf Heat, um hier ein bisschen Schaden zu machen, dann, er schreibt es auch gerade LOL, dann ja, hast du keine Chance gegen den Jagdtiger 88 von vorne, nicht als T92. Ich glaube, selbst mit Premium-Munition wäre das hier schwierig, den irgendwo zu penetrieren, jedenfalls frontal. Ihr könnt mich ja gerne berichtigen, wenn das irgendwie vielleicht geändert wurde oder sonst irgendwas. T92 habe ich selbst noch nie gespielt. Ich habe nur irgendwann mal gehört, dass der eine relativ schwache Durchschlagskraft haben soll oder hat. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach mal so in das Video hier reintransportiert. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Wie gesagt, berichtigt mich da sonst. Und dann werde ich das Video natürlich nicht löschen, sondern ich lasse es so stehen. Aber halt mit euren Kommentaren darunter. So. Na, da hat er jetzt noch sogar eine Arti nochmal. Und ne, die trifft er. Ne, die hat er nicht getroffen. Na, geht jetzt leider raus, die Arti. Schade. Ja, es war nochmal ein Versuch, hier die Radley Walters vielleicht eventuell zu kriegen. Aber 7 Kills, Leute. Das ist schon nicht ohne. Wir gehen mal in die Übersicht rein. Und gucken mal eben, Jagdtiger 88, Carry Ace, Tanker, Top Gun, High Caliber. Gut, hat er jetzt alles schon im Titel hier stehen, was er halt so bekommen hat. Er hatte, na, das hat er vergessen. Er hat das Ding gemeistert nämlich auch noch. Hat dann hier die Hand Gottes bekommen. Schläger, Duellanten, Wirkungsfeuer, Kugelsicher, 2 Anleihen, Spartaner, Großkaliber und den Krieger hat er bekommen. Richtig, richtig gute Runde. Got lucky in my Jagdtiger 88. Tonight and made the right decisions at the right time. Whether to engage the enemy heavies in the center or the group going to a cap circle. Ja, würde ich, ja, hat er ganz gut beschrieben, würde ich schon auch so sehen auf jeden Fall. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück dabei beim Löwen-Eimer und beim Defender. Das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Aber wie gesagt, im Grunde genommen hat er das richtig beschrieben. Er hat es ja, mitten in die Mitte gefahren, hat ordentlich Schaden gemacht, hat ordentlich Schaden geblockt, ist dann halt vorgefahren, mutig, weil er auch alleine war und mit so einem Jagdtiger musste sich auch erstmal umdrehen, ne? Weil er wusste halt, da steht der Emil 1 noch, da steht der Defender noch. Wenn die einmal um ihn rumfahren oder ihn ketten und dann um ihn rumfahren, hat er halt verloren. Also das hat er schon echt gut gemacht. Sonst, wie gesagt, mit ein bisschen Glück dazu, aber auch das Zurückfahren und so, das, na, wie er das hier schreibt, also das ist auf jeden Fall... hat er richtig, richtig gut gemacht. Glückwunsch dafür und wir gucken mal rein. Hat hier das als erster beendet. 1658 Basiserfahrung, fast 5000 Schaden gemacht, 7 Kills und damit hat er fast mal doppelt so viel wie der erste oder der beste aus dem Gegnerteam. Das ist schon ein ordentliches Ausrufezeichen, würde ich mal sagen. Also Glückwunsch zu der Runde, richtig, richtig gut. Er hat 29 Mal geschossen, er hat 28 Mal getroffen. Ich glaube, der letzte Schuss auf die Arti, als er versucht hat, seine Redlays zu holen, der ging daneben tatsächlich. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo der daneben gegangen sein sollte, weil ja ziemlich viel Infight und Nahkampf war alles. So, hat 29 Mal geschossen, 28 Mal getroffen, davon ging 23 Stück durch. Also der Jagdtiger ist echt richtig, richtig gut. Und ihr seht hier auch Ammo Resupply, also er hat nur mit Standardmunition geschossen. Er hat 121.000 Credits Gewinn gemacht, sogar noch ein bisschen mehr, weil er musste nicht auf Gold umladen. Selbst beim Defender, beim Emil 1, beim Löwen ist er ja auch durchgekommen, weil die halt auch alle teilweise gut oder doof standen, ne? Und dementsprechend nicht, ich glaube, er hat nicht einmal Premium-Munition benutzt, wenn ich das hier richtig sehe, weil 7300 Armory Supply, das ist nicht viel.
Wahnsinn, also was hammer krass, 121.000 für eine Runde, die 7 Minuten geht. Also wenn du da einen ganzen Abend Jagdtiger spielst und ich sag mal nur die Hälfte, also halb so gute Runden hast mit sagen wir mal 60 oder 50.000, da kriegst du schon gut was zusammen am Abend. So, wir gucken mal auf jeden Fall weiter. Einmal Splash Damage sogar noch gemacht. Ja, wie gesagt, fast 5.000 Schaden, 4.910 gemacht. Er hat 10 Schuss bekommen, davon gingen nur 4 durch. Ja, also dadurch kann man auch sehen, die Panzerung des Jagdtigers ist halt echt eine Wucht, also frontal jedenfalls, natürlich von der Seite, von hinten, von oben nicht, aber er hat halt so gestanden, dass er richtig, richtig viel blocken konnte, und zwar 60% der Schüsse. So, dadurch hat er hier 1540 Schadenspunkte geblockt, er hat 3 Gegner gespottet, er hat 8 beschädigt, 7 zerstört, hat hier Base resettet um 66 Punkte, auch gut, und ist knapp 2 Kilometer gefahren. Hier unten seht ihr nochmal die Basiserfahrung dann dazu, und ja, dann würde ich sagen, damit bin ich hier fürs Erste raus. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und wie gesagt, wenn ihr Replays habt, die ihr mir gerne zukommen lassen wollt, die ihr kommentiert haben wollt, lasst sie mir zukommen. rob2k@web.de, rob2k@web.de oder aber schreibt mich in Game an, dort heiße ich Flens1980. Ich habe jetzt heute hier, weil ich das nur nicht beim Stream anhatte und dann ausgemacht habe und dann vergessen habe, wieder anzumachen. Wir machen das eben einmal noch schnell an, damit ihr das hier unten seht. In-game heiße ich halt Flens1980, wie in diesem lila Twitch-Banner. Das ist auch mein Twitch-Kanal. Da könnt ihr gerne dann mal reingucken. Ich bin eigentlich immer abends so ab 21, 21:30 Uhr da, wenn die Lütte schläft, im Haus alles soweit durch ist. Dann versuche ich da zu sein und für und mit oder gegen euch zu spielen. Ne? Also guckt gerne mal vorbei. Flens1980, das ist auch mein In-game-Nick. Da könnt ihr mir sonst auch was hinschicken. Ich bin jetzt raus. Vielen Dank für eure Zeit und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.